2 Jahre war es friedlich in dieser gottverdammten Stadt. Doch jetzt kriecht das Gesindel wieder aus seinen dunklen Löchern. Aus der ganzen Welt kommen sie und ächzen literweise Bier. Nur aus Spaß. Sie widern mich an. Wo sind sie nur, die anständigen Menschen? Ich sag's nicht gern, aber es gibt nur einen, der mir jetzt noch helfen kann. Sebastian, ich brauche deine Hilfe. Wo kommst du nicht? Ich kann zaubern. Finde die seltene Spezies nüchterne auf der Wiesn. Es ist das schönste Sauffest der Welt. Ja, hier, da geht's nämlich schon los. Ja. Und die sind alle so. Alle. Did you drink some beer? Oh, ich drank a load of beer. Jetzt setzt du erstmal diesen Hut auf, weil daran erkennt man die nüchternen Leute. Also, Meini. 10 Leute musst du heute raussuchen. Davon muss mehr als die Hälfte nüchtern sein. Das heißt, wie viele? 6. 6 nüchterne Leute, dann hast du gewonnen. Folgende Regeln, Sebastian. Es müssen Besucher sein. Die Leute dürfen hier nicht arbeiten. Sie müssen volljährig sein, keine Schwangerin und du darfst nicht an den Ein- und Ausgängen abhängen. Also es ist wie Wasser in der Wüste finden. Richtig. Ja. Ja. Es gibt eine wichtige Regel heute. Und zwar, Meinberg darf natürlich nicht wahllos rumrennen und 10 Personen anlabern. Nein, er muss sich für eine Person entscheiden, ohne davor mit ihr gesprochen zu haben. Und die gilt dann. Was ist zum Beispiel mit dem hier, der da so lebt? Nee. Schreibt mir in die Kommentare, welches Team seid ihr? Nüchtern auf der Wiesn oder besoffen auf der Wiesn? Ich glaube, ich brauche einen festen Spot. Und dann kann ich Leute beobachten. Ich habe an deren Verhalten erkannt, dass die nicht nüchtern sind. Also wer hier direkt rauskommt aus dem Zelt, eher nicht. Lasst euch doch mal Zeit, ihr weißt doch schon den Reiz. Wer schwankt dort mehr vom Weg? Hey. Manche Leute haben einfach jetzt schon Probleme zu stehen. Das ist so krass. Ich muss von den Bierzelten weg. Also hier torkelt jeder oder schielt mich an. Also ich muss rüber zu den Karussells, weil wer Karussell fährt, der muss noch nüchtern sein. Alle meine Brüder stinken morgens schon nach Bier. Chapo 1 für 2, ich trinke Bier auch schon vor 4. Jetzt schon ganz voll, doch wir sind nicht nüchtern. Ja, thank you. Ich lege mich fest, die Dame in dem schwarzen Mantel, die Dame ist nüchtern. Sie muss nüchtern sein, das ist sein. Entschuldigung, ich habe eine Frage. I don't speak German. Okay. Then I have a question. So, I think you are sober, right? I'm sober right now, yes. She's sober. She's sober. Das kann jeder sagen. Du musst natürlich testen. Okay. Mit dem Blasegerät. Okay. Are you sure that you are completely 0.0%? Oh, no, probably not. Oh, probably not. No. Yes. Yes. Okay. Oh no! No! 0.28. Sie hat einfach knallhart gesagt, sie ist nüchtern. Ja, das ist ja für Oktoberfest-Verhältnis ist das ja auch nüchtern. 0,3 Promille, das ist gar nichts. In Bayern, 0,3 Promille, so stehen hier die Leute auf. Du siehst so lustig aus mit diesem Hut. Das bedeutet, einer von 10 besoffen. Weiter geht's. Oh, sie frönen in der Luft, alle wollen ran an den strömenden. Wie sieht's aus mit dem Bein? Ganz schwer zu sagen. Ganz schwer zu erkennen. Aufsehen nüchtern. Der da drin liegt, guck mal, der ist nicht nüchtern. Daran kann man es auch erkennen. Die letzten Jahre wurde die Ari immer mit sowas nach Hause gefahren.
Ich weiß auch gerade nicht, was Meinbergs Taktik ist. Also er lässt sich wahnsinnig viel Zeit. Was natürlich gut ist, weil es spielt mir in die Karten, weil die Leute werden immer besoffener. Es geht hier heute nicht auf Zeit. Deswegen schaue ich mir die Leute ganz in Ruhe an, wie sie gehen, die Mimik und wenn ich sie erkennen kann, in die Augen. Ich muss mir wirklich ganz sicher sein, denn ich darf mir ja maximal nur 4 Fehler leisten. Die ganz Hast du jemand? Hast du jemanden? Ganz vorne, im schwarzen ganz Mantel. Ganz vorne, in schwarz? Ja. Okay. Nummer 2. Hi, just one question. Are you sober right now or did you have some beer? No, I'm not. I didn't drink beer. Go, 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 go. Yeah, okay, all right. Thank you. And it's... Oh! You're right. 0.0. Very good, very good. You're the best person on Oktoberfest. But you should try the beer. Yeah. Okay, damit steht es 1-1. 1-1. Du hast 1 von 6 Leuten, die nüchtern sein müssen, Leute. Okay, ja, ich weiß. Okay, wer? Der jetzt rechts steht. Okay. Ich habe eine Frage. Ja? Bist du nüchtern? Ja, natürlich. Weiter. Ja. So, jetzt können wir hier reinschauen. 0,0! 0,0! Sehr gut, sehr gut. Okay, mit der Wollmütze. Weiter. Ja, 3. Jetzt kommt der spannende Moment. 0,0! Hervorragend! Mache Waterboarding mit Bier! Links oder rechts? Die Dame hier mit dem Schal und dem Herrn. Ja, ja. Wir sind nüchtern, stimmt's? Ja, ich habe einen Radler getrunken. Radler. Weiter. Ja! Und jetzt schauen wir rein. 0,0! Nein, das gibt's doch nicht! 0,0! 0,0! Fantastisch! Nein, aber du hast doch einen Radler getrunken. Ja! Sie. Links oder rechts? Nein, die Blonde mit dem... Die Blonde. Okay. Mit der Tasche. Wie er den Frauen hinterherläuft. Ah, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich dachte, dass du bestimmt nüchtern bist. Tatsächlich ja. Hast du nichts getrunken heute? Naja, erst ich habe ein Bier getrunken. Erst ein Bier. Und wann war das Bier? Vor einer Stunde. Vor einer Stunde. Weiter. Ja, danke. Bitte nicht 0,0. Muss viel gerechnet werden bei der Promilleanzahl. 2. Nein! 0,2. 0,19. Oh, der musste gerade brechen. Der hat da gekotzt. Der da lehnt. Dann ist er jetzt danach nüchtern, oder? Oh, der hat da einen ordentlichen Schwall hingesetzt an die Laterne. Ah! Der Herr. Der Herr mit der schwarzen Kette. Der Herr? Okay. Weiter. Ja. Heimlich. Ja, jetzt läuft schon. 0-0. 0-0, da ist es! Da ist das Ding! Da ist das Ding! Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht um die Wurst. Meinberg bekommt jetzt nicht mehr unendlich viel Zeit. Nein, Regelverschärfung. Sebastian, das bedeutet, jetzt ganz offiziell hier ins Mikrofon rein. Ab jetzt gibt's eine Sonderregel. Denn es ist der Matchball-Mensch. Du musst diesen Menschen, den nächsten, den du auswählst, innerhalb der nächsten 3 Minuten finden. Und wenn nicht? Dann geht der Punkt an mich. Jetzt bring mir da mal ein bisschen Spannung rein. Meinberg hat 3 Minuten Zeit und rennt auf direkten Weg in diese Hauptbierzeltstraße. Da laufen um die Zeit nur noch die Zombies rum. Geil, hier sind die Leute dicht! Hier sind sie dicht! Sie ist es! Du bist nüchtern. Ja. Ja! You are sober, right? I'm sober right now, yes. Ich dachte, dass du bestimmt nüchtern bist. Tatsächlich ja.
Das würde bedeuten, wenn du 0,0 hast, dann ist das Spiel entschieden, ne? Ach, das ist jetzt der das ist der Matchball. Matchball-Mensch. Oh. Matchball-Mensch. Das ist aber spannend hier. Vielleicht lüge ich auch. Vielleicht lüge ich auch. Vielleicht lüge ich auch. Weiter. Ja, rein. Zwei nüchternsten Menschen, ja, wirklich. Insgesamt in den letzten zwei Monaten gesehen. In meinem Leben. Das kann er nicht. 6-2. Ich hab dich deklassiert. Das stimmt. Deklassiert. Hey, und das bedeutet, jetzt nächste Woche ist ein Entscheidungsspiel um die Strafe. Weil steht 2-2 und das schaffst du nie, best of five. Wenn ihr auch gerne nüchtern auf die Wiesen geht, dann lasst uns unbedingt hier ein Abo da. Dann könnt ihr mal mitkommen. Wenn ihr wissen wollt, ob sich Ariane Alter in die Hosen gepisst hat, dann schaut mal hier oben. Und hier haben Follow Me Report was über Wiesenbedienungen gemacht. Die verdienen eine Menge Asche, weil die Leute hier so viel saufen. Nächste Woche Matchbeispiel, einschalten.